Ja, und es ist halt dann oft so, dass halt dann auch so ein Pepe Jeans dann eben sagt, hey, ich mache ja schon so viel Marketplace-Business mit euch, wieso gebe ich euch dann nicht gleich den ganzen Bestand? Und bevor ich das jetzt hier alles separat plane, habe ich den einzigen Warenbestand bei euch. Ich kann meine Entscheidungen viel effizienter treffen. Ja. Ich bin nochmal viel flexibler, was das Ganze angeht in der Bedarfsplanung. Ich kann digital dann steuern, wie viel Assortment und wie viele Stückzahlen packe ich auf mein eigenes E-Com, packe ich auf Zalando, packe ich auf About You oder ähnliches. Und das ist dann auch nochmal so ein Need, den wir dadurch eben lösen können, wenn es darum geht, halt mit SEOs zusammenzuarbeiten. Und eben genau dieser Step-by-Step, dass man sagt, okay, es läuft ganz gut. Und bevor ich das jetzt hier noch alles zu sehr auseinanderziehe und überall verschiedene Stockpools habe, individuell managen muss voneinander, dafür nochmal Planungskosten habe, es ist halt viel einfacher, wenn man das alles zentralisiert. Und das bedeutet halt dann auch nicht, dass wir alles an einem einzigen Ort haben, alles jetzt beispielsweise nur in Deutschland gestort haben, sondern dass wir das Ganze halt in Europa nochmal mitverteilen, um eben in den SLAs besser zu sein, effizienter zu sein im Fulfillment, auch in der Returns-Abwicklung nochmal effizienter zu sein. Da gibt es auch Cases, wo der Return an sich bis zu 30 Tage dauern kann, bis er bearbeitet wird und dann ist oft eine Sales Period schon vorbei und du hast so viele Lost Sales dadurch. Und ja, deswegen ist es halt dann schon effizienter und vorteilhafter, alles in einem einzigen Bestand an sich selbst zu konsolidieren. Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge im K5 Commerce Cast und ich freue mich auf ein Gespräch mit dem, jetzt muss ich ein bisschen ablesen, weil die Titel sehr lang sind, Senior Strategic Sales Manager von SEOS, seines Zeichens Zalando SE und zwar aus dem B2B-Bereich. Ich freue mich auf ein Gespräch mit dem Bojan Dolenz. Herzlich willkommen, lieber Bojan. Vielen Dank, Sven. Freut mich sehr, hier zu sein und freue mich sehr auf das Gespräch heute mit dir. Ja, wir spring gleich mal rein. Für was steht denn SEOS eigentlich? Weil ich habe ein bisschen selber natürlich auch recherchiert und ich glaube, Jochen hat das erste Mal auf Exciting Commerce das Thema 2012 ausgegraben. Aber vielleicht holst du uns mal ab. Wo kommt das her? Wofür steht das Ganze? Klar, sehr, sehr gerne. Also SEOS gibt es ja an sich schon mal etwas länger, nur der Name ist neu. Und wir haben eben angefangen vor ja, knapp jetzt einem halben Jahrzehnt, nee, schon länger. Also seit 2016 machen wir schon Fulfillment Solutions und SEOS basierte eben auf Zalando Fulfillment Solution. Und haben uns sehr stark auf die Logistik erstmal fokussiert, weil wir sehr viele Brands, Retailers, Merchants hatten, die sagen, hey, ich mache super Verkäufe auf Zalando, aber meine Logistik kommt nicht so ganz hinterher. Und dann haben wir gesagt, okay, gucken wir uns mal das Ganze an. Wir haben selber eine starke Logistik, wir sind sehr effizient in dem, was wir machen und haben dadurch dann eben in erster Linie ZFS, Zalando Fulfillment Solutions, als Produkt angeboten und ist dann auch ziemlich schnell durch die Decke gegangen. Also wir haben sehr, sehr viele Brands, die jetzt da aktuell drauf live sind und da haben wir immer gemerkt, ja, da gibt es immer noch mehr Needs. Wir sehen, dass die Brands auch sehr, sehr gerne außerhalb von Zalando unser Netzwerk nutzen wollen würden oder haben andere Herausforderungen, wenn es darum geht, neue Märkte zu erobern oder zu expandieren. Und dann kam halt eben die Idee auf, okay, inwiefern können wir aus Zalando Fulfillment Solutions eine Multi-Channel-Lösung machen? Und besonders im E-Commerce-Bereich geht es auch nicht nur ums Fulfillment, sondern das ist ja ein komplettes System dahinter. Also da kommen verschiedene Insights mit rein. Bestandsoptimierung, Assortment Strategy, Expansionsstrategie, Local Preferences bedienen, sei es jetzt, okay, wie bediene ich einen Markt richtig, weil Europa ja an sich kein homogener Markt ist. Also es ist jetzt nicht wie die USA beispielsweise oder China, sondern Europa besteht selbst aus sehr vielen kleinen, verschiedenen europäischen Märkten und da gibt es halt sehr viele Insights, die wir teuer gelernt haben und dann kam eben die Idee auf, okay, wie können wir unseren Partnern helfen, von diesen Learnings, von unserem Know-how zu profitieren. Und dann kam eben SEOS raus und lange Rede, kurze Abkürzung, SEOS steht für Zalando E-Commerce Operating System. Also man sieht, das Z kriegen wir irgendwie nicht los. Zalando Fulfillment Solutions, SEOS für Zalando E-Commerce Ja, Operating ja. System. Wenn man jetzt ein bisschen rauszoomt auf die, ja, jetzt letzten Endes in diesem Jahr so ausgerollte neue Unternehmensstrategie von Zalando insgesamt, ist ja auch klar herausgestellt worden, dass der ganze B2B-Bereich eben auch einer der Zukunftsmärkte ist. Wurde auch natürlich sozusagen aus Wachstumsfantasiegründen so ein bisschen kritisiert. Das ist jetzt aber gar nicht heute unser Thema.
ich finde, dass auch jede Unternehmensleitung da ihre eigene Strategie auch entwerfen darf. Ich finde es ganz spannend, weil es erinnert ja auch so, wenn man im Markt ein bisschen schaut, letzten Endes an den großen gelben Player aus Seattle, die ja letzten Endes immer wieder aus der eigenen gelebten Erfahrung und Praxis heraus aus dem Endkundengeschäft dann unterstützende Systeme gebaut haben, die dann zu eigenen Produkten geworden sind. Und das ist ja eine Erfolgsstrategie, die an vielerlei Stellen man ja eben auch beobachten kann. So, jetzt bist du ja auch schon länger dabei, ne? Glaubst du so 5 Jahre circa? 3. Ah, okay, also, aber hey, du hast gesagt vor Corona, habe ich gedacht. Während Corona. Ja, okay, gut, okay, alles klar. Aber 21. fast. Aber fast. Ist das auf jeden Fall. Ist nah dran. Auf jeden Fall. Ich glaube, die Frage ist ja, du hast das jetzt ja auch schon lange mit begleitet und du bist jetzt gerade in dieser, eigentlich ganz schön, in der Vorphase jetzt auch schon an Bord gewesen. Mhm. Du bist, glaube ich, der einzige Statthalter hier in München. Ja. Genau. Also, und jetzt geht ihr quasi damit so offensiv an den Markt. Kannst du auch nochmal vielleicht so die Hörerinnen und Hörer mitnehmen, was da so das ausschlaggebende Momentum jetzt so von der Innensicht vielleicht auch ist, wenn man dann auch so sagt als Team, ja krass, die Lösung ist halt so gut, das muss man eigentlich quasi als Produkt am Markt auch lautstark etablieren. Mhm. Ja klar, also wir gucken natürlich auch hin und wieder sowas machen die Nachbarn und gucken mal über den Zaun, aber im Endeffekt fokussieren wir uns sehr stark auf unseren eigenen Garten und gucken, wie können wir da wirklich exzellent arbeiten und einen starken Service bieten. Und ZFS oder Sius an sich, wir sind eben vollkommen auf Fashion und Lifestyle fokussiert. Mhm. Das heißt, wir verkaufen keine Kühlschränke, wir verkaufen keine Fernseher oder Fahrräder. Wer weiß, was die Zukunft bringt, aber aktuell machen wir ausschließlich Fashion-Items, Beauty und Lifestyle. Und da sind wir eben wirklich sehr stark da drin. Wir haben einen sehr hohen Grad an Automatisierung, über 12 Fulfillment Center, komplett verteilt quer durch Europa. Und da kam dann eben sehr stark der Need auf von unseren Partnern, die gesagt haben, ich verkaufe aktuell nur auf Zalando beispielsweise, nur in der Dachregion, ich würde aber sehr gerne nach Osteuropa expandieren, ich habe aber nicht die notwendige Logistik dafür oder ich kann die SLAs nicht erfüllen. Wie könnt ihr mich da denn unterstützen, Zalando? Und dann haben wir uns einmal hingesetzt und geschaut, okay, wie können wir das als Produkt anbieten und als Service eben, als B2B-Service anbieten. Und dadurch kam dann nach etwas Research eben der Need raus und dann haben wir gesehen, hey, Europa an sich hat so ein riesiges Potenzial. Ich habe jetzt nicht die genaue Zahl im Kopf, aber mehrere hunderte Milliarden von Euro an Retail-Geschäft oder an E-Commerce-Geschäft, was bedient werden kann. Und da haben wir halt einfach gesehen, ja, wir haben ein starkes Potenzial und da sind so viele andere Marktplätze, die mit bedient werden können, weil normalerweise ist Zalando immer der größte Marktplatz für eine Brand, aber nicht der einzige. Mhm. Und viele Brands scheuen sich davor zu expandieren, weil sie sich denken, ich habe nicht die eigene Logistik dafür, ich habe nicht das eigene Netzwerk dafür, ich schaffe es nicht, die Requirements der Marktplätze zu bedienen. Und da kommt dann eben auch der Need auf, zu sagen, ja, ich gebe das mal an Zalando weiter. Und dann der weitere Punkt ist einmal zu sagen, wir haben sehr viele Brands, die ein hybrides System führen und da wird dann eben nicht zu viel Stock nur an Zalando committed wird, planen die halt immer den Bestand separat nur für Zalando. Und dann kann es halt zu verschiedenen Ineffizienzen führen und so bei diesen Ineffizienzen ist es halt so, dass man vielleicht mal auf Zalando alles ausverkauft hat und dann hat man nicht genug Stock, um bei Zalando nachzuschießen oder man hat nicht ausreichend Stock, um jetzt beispielsweise auf Allegro in Polen oder auf About You die ganzen Bestellungen abzuwickeln. Und das war auch hin und wieder mal so ein Painpoint gewesen für die verschiedenen Brands, zu sagen, ich möchte jetzt nicht zu viel Stock bei Zalando oder bei Sius da lassen, weil dann kann ich nicht genug expandieren oder nicht genug Marktplätze damit bedienen oder meinen eigenen E-Com damit bedienen. Und daraus hat sich dann eben ein Produkt entwickelt. Mhm. Das heißt also, jetzt ihr seid quasi dann der Single Point, wo quasi der Warenbestand dann geführt wird. Also so muss man es verstehen als genau. Marke oder als Händler. Und von dort aus bindet ihr dann quasi andere Marktplätze an, plus ihr managt auch die Bestände über die verschiedenen Kanäle und Ländermärkte. So verstehe ich das richtig, oder? Genau, also wir managen das nicht im Hintergrund, aber die letzte Entscheidung bleibt natürlich immer bei der Brand. Also die Brand ist vollkommen flexibel
und entscheidet im Endeffekt selber mit der Bestandssteuerung, mit der Strategie dahinter. Was wir halt machen, ist zu unterstützen. Also wir sitzen auf sehr viel Fashion Data und wir analysieren durchgehend den Markt, auch natürlich für unsere eigenen Bedürfnisse und gucken, okay, wo könnte denn der nächste Bestseller sein oder wo erwarten wir hohe Return Rates, und dadurch versuchen wir, die Brands etwas durch die E-Commerce-Landschaft zu führen und geben ihnen dadurch eben ein Tool an die Hand, das nochmal effizienter und kostengünstiger zu steuern. Mhm. Was so sind diese typischen Pain-Points jetzt bei der Expansion für Marken oder Händler, die mit euch arbeiten? Gibt's also um halt mit eurer Lösung dann eben damit quasi zusammenzukommen. Meinst du Painpoints im Sinne von? Also genau, was haben die eigentlich was bringen die für ein Problem mit, was ihr irgendwo ihnen eine Lösung eben für anbietet, wenn man jetzt mit Expansion denkt, genau. Ja. Ganz verschiedene Painpoints, ganz verschiedene Herausforderungen, hängt immer so ein bisschen von der Brand ab. Ja. Wir hatten beispielsweise eine Brand, das kann man auch bei unseren Success Stories nachlesen, mit Pippi Jeans. Die haben eine eigene starke Logistik in Spanien. Wenn es aber darum geht, in Zentraleuropa, Deutschland und Osteuropa erfolgreich den Markt zu bedienen oder schnell zu bedienen, dann war die eigene Logistik von Pippi Jeans suboptimal dafür geeignet gewesen. Und das war beispielsweise ein Grund, Verbesserung der eigenen Lead Times, der SLAs. Weitere Pain Points sind beispielsweise die Erfüllung der verschiedenen Requirements der Marktplätze. Jetzt sagen wir mal, du hast eine eigene Brand, die Swen Fitness Brand beispielsweise, und du verkaufst aktuell nur auf Zalando. Und du würdest gerne expandieren, würdest gerne, sagen wir mal, nach Allegro dort in Polen verkaufen, hast aber jetzt nicht unbedingt die Logistik dafür, um die SLAs in Polen zu erfüllen, dass du den richtigen Carrier dafür hast. Und das können wir halt lösen, weil durch eine einzige Integration bekommst du nicht nur Zugriff auf das komplette Logistiknetzwerk von Zalando, sondern auch auf unsere Last Mile Carriers. Das heißt, über eine einzelne Integration bist du in der Lage, über 10 verschiedene Marktplätze anzubinden, ohne dir jetzt großartig Gedanken machen zu müssen, erfülle ich die SLAs, schaffe ich die Lead Times, wie sieht die Bestandsplanung auch aus, weil normalerweise planen die Brands dann immer, okay, ich nehme jetzt 1000 Artikel für Zalando, 1000 Artikel für About You, 1000 Artikel für Amazon, und das führt dann sehr schnell zu Overstock in einigen Marktplätzen und zu Understock in anderen Marktplätzen, wo man dann entweder hohe Discounts rausgeben muss oder im Endeffekt um den Overstock loszuwerden, dass man da eben hohe Discounts rausgeben muss oder dass man Lost Sales hat, weil man nicht genug Stock hat. Und dadurch, dass wir das alles zentralisieren können und sagen können, hey, ihr müsst euren Bestand nicht mehr splitten, sondern ihr packt das alles einmal in unser Netzwerk mit rein, dann machen wir den Brands das einmal einfacher, den Bestand zu planen, die Assortment-Strategie zu vereinfachen, Echtzeitdaten zu verwenden zur Bestandsoptimierung etc. Also eigentlich 3 Main Points: Verbesserung der SLAs, Expansion und Bestandsoptimierung, wenn ich mir jetzt 3 Highlights aussuchen kann. Okay, aber der Trigger ist dann immer, man möchte quasi auf anderen Marktplätzen eben präsent sein, entweder im In- oder Ausland, und hat dann eben genau diese von dir angesprochenen Themen auf dem Tisch. Ne? Genau, sei es ein Marktplatz oder auch der eigene E-Com. Also bei Pippi Jeans war es der eigene E-Com. Okay. Da ging es halt wirklich darum zu sagen, inwiefern kann Sius mich unterstützen, meinen eigenen E-Com zu bedienen. Mhm. Und also ein Punkt sind einmal Marktplätze, weil Marktplätze sind eigentlich der größte Player in Europa. Weil wenn wir uns anschauen, ca. 60% der Sales laufen über einen Marktplatz. Und besonders, wenn man noch nicht kein riesig etablierter Retailer ist oder keine riesige etablierte Brand ist, dann braucht man Marktplätze als eine Art Digital Storefront. Also damit man sich erstmal den Kunden zeigen kann, okay, welches Assortment habe ich denn zur Verfügung? Und dann werden Marktplätze oft erstmal als Point of Inspiration gesehen. Ich gehe auf ein Zalando, auf ein About You oder auf ein Breuninger und gucke, okay, was sieht denn gut aus, was gibt es für neue Styles, für neue Trends, und dann ist das oft ein Sprungbrett zum eigenen E-Com. Und Sius kann da eben unterstützen, indem man einmal die Anbindung an die verschiedenen Marktplätze vereinfacht, und dann, wenn es darum geht, den eigenen E-Com effizienter abzuwickeln in der Logistik, dass wir halt da ein
europaweites Netzwerk eben anbieten können. Das heißt, sagen, egal ob du jetzt in Polen, in Osteuropa, in den Nordics, in der Schweiz oder Südeuropa verkaufen möchtest, wir haben immer irgendwo ein Lager, ein Netzwerk, womit wir eben dann entsprechend unterstützen können. Mhm. Und das ist auch nochmal so ein Key Differentiator, den wir da eben haben. Okay. Und wenn man sich die einzelnen Märkte anschaut, also ich kenne es ja auch noch aus meiner operativen Zeit, da gibt es ja auch unterschiedliche Präferenzen, ne, auf der Kundenseite, also auch wie bezahlt werden soll, wie die Zustellung laufen soll. Mhm. Das ist ja auch immer, wenn man das selber macht als Marke oder Händler, ja auch immer echt nervig. Also weil jeder Ländermarkt irgendwie immer eine Besonderheit hat, also mal Sprache und Sortiment nochmal außen vor. Das bietet ja auch an, glaube ich, ne? Genau, also das sind die teuren Learnings, von denen ich am Anfang so ein bisschen gesprochen habe, die Zalando gemacht hat. Mhm. Und zwar ist es halt wirklich so, dass man, ich nenne jetzt einfach mal ein Beispiel, in Deutschland hat man sehr, sehr gerne die Bestellung nach Hause geliefert, dann kommt einmal DHL oder Hermes, klopft an der Tür und dann hat man die Bestellung zu Hause. In Polen allerdings ist es so, dass man die Bestellung lieber an einen Parcel-Lock oder eine Pick-up-and-Drop-off-Location bekommt. Scheinbar, weil niemand zu Hause ist oder ähnliches, aber die holen die Bestellung lieber selber ab. Selbes gilt auch für die Nordics, dass man da lieber die Bestellungen aus dem Parcel-Locker eben holt. Und ähnlich ist es auch mit den Zahlpräferenzen. Mhm. Wir werden da sehr digital über PayPal und verschiedene Bezahlmöglichkeiten. Aber dann gibt es halt noch Märkte, wie beispielsweise in Spanien, wo man die Bestellung erst bezahlt, wenn der Lieferant an der Tür klopft und das Paket übergibt. Und da ist eben Cash on Delivery sehr, sehr wichtig. Und das können wir halt eben über SIOS alles mit anbieten und erspart auch den Brands die Notwendigkeit, das alles selber zu integrieren. Das heißt, man muss jetzt nicht zum Last-Mile Carrier in Spanien gehen, in Polen, in Italien oder in den Nordics und dort einen neuen Carrier-Vertrag unterschreiben und den Carrier auch nochmal integrieren, sondern wir können das alles zentral für den Merchant, für die Brand eben über SIOS übernehmen und über einen einzigen Contract, über eine einzige Integration wird es dann eben von uns alles mit angeboten und mitgesteuert. Man profitiert also von euren wahnsinnig guten Konditionen, dann nehme ich an, oder? Ja, genau. Aber das Ganze muss sich ja wahrscheinlich dann ja auch rechnen. Also jeder Händler, jede Marke wird sich das ja auch durchrechnen. Also was kostet einen das dann und was sind so die Einsparpotenziale? Also ich meine, das machen ja viele. Also insofern wird sich's rechnen, aber das so da mal was zu sagen. Also schaut man sich natürlich auch immer im Detail nochmal an. Wenn man auf dem Zalando-Marktplatz verkauft, dann kommen da natürlich nochmal stärkere Economies of Scale zugrunde, weil wir können da unsere One-Box-Solution nutzen. Das bedeutet, wenn ich jetzt auf Zalando etwas bestelle, ich sage jetzt mal was vom Sven Fitness T-Shirt und etwas von Bojan Lederhose, dann wird das alles in einem Paket reingepackt und wir teilen uns quasi die Versandkosten. Das heißt, du trägst einen Bruchteil von den Versandkosten, ich trage einen Bruchteil von den Versandkosten und das hat einer der größten Kostentreiber, wenn es um E-Commerce-Fulfillment geht. Ja. Und da zahlt dann eben der Merchant deutlich weniger, wie wenn er selber fulfillen würde. Wenn es um SIOS geht, da können wir halt einmal unser komplettes Logistiknetzwerk nutzen natürlich. Ne? Da ist es halt dann so, dass die Brand, anstatt dass man in verschiedene 3PLer oder Fulfilled-By-Lösungen Bestand reinspielt, dass man eben die Kosteneinsparungen dadurch hat, alles zentral an ein Netzwerk zu schicken. Das ist auch nochmal so ein Unterschied, den wir haben im Vergleich zu traditionellen 3PLs. Wir bieten nicht nur ein einziges Lager an, sondern wir bieten ein komplettes Netzwerk in Europa an. Das heißt, man inboundet nur in eine Location rein, aber deckt damit den kompletten Kontinent ab, weil dadurch gleichzeitig Lager in Polen oder in Italien mit bedient werden können. Und dadurch können wir dann immer jonglieren zwischen Kosten, Effizienz und Schnelligkeit. Mhm. Und diese Kosteneinsparungen und diesen Improved Cashflow können wir dann eben den Brands nochmal mit weitergeben. Mhm. Okay. Und von dem Abrechnungsmodell ist es dann irgendwie, also quasi gibt es wahrscheinlich Fixed Fee plus Transaktionsgebühren oder wie muss ich mir das vorstellen? Auch ganz unterschiedlich. Mhm. Ich sage jetzt mal einfach so im Standardbereich an sich, da ist es so, dass man normalerweise im Outbound per Order bezahlt, also für die 80% der Kunden, beziehungsweise, ich glaube, das müssten wir rausdingsen. Ja, okay. Aber also soll ich nochmal die Frage stellen?
Oder? Ja, kannst gerne nochmal kurz stellen. Ja. Also das, und das Abrechnungsmodell ist dann so eine Mischung aus also einer Fixed Fee plus so einer Transaktionsgebühr oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Sogar noch viel flexibler, weil der Kunde bei uns bezahlt tatsächlich nur das, was er wirklich nutzt. Also einmal ist es pro Outbound und pro Return und dann einmal die tatsächlich genutzte Lagerkapazität. Also wir haben das Modell Pay-per-Use und Pay-per-Use. Und wenn der Merchant jetzt sagt, ich möchte mehr Kapazitäten nutzen von SIOS, dann wird einfach der Forecast angepasst und wir stellen mehr Kapazitäten zur Verfügung. Wenn man jetzt aber merkt, es läuft doch nicht so ganz wie erwartet, ich brauche, der Demand bricht gerade ein bisschen ein, weil ich habe jetzt sehr viele Regenjacken reingeschickt und es regnet irgendwie nicht, der Sommer ist viel zu warm. Und dann kann man sagen, ja, ich möchte mich jetzt nicht, ich brauche diese Kapazität nicht. Und dann können wir quasi die Kapazität wieder zurückschrauben. Mhm. Und genau, also das läuft eigentlich alles sehr, sehr flexibel. Man muss sich jetzt nicht für die nächsten 5 bis 10 Jahre bei uns an den Vertrag committen, sondern so flexibel und so wie so volatil das E-Commerce-Business ist, so ist auch unser, so ist auch unsere Logistik. Das heißt, man kann sich immer entsprechend anpassen. Also es atmet so richtig, kann man fast sagen, ne? Du triffst es genau. Naja, gut, ich meine, so ist halt E-Commerce. Ja. Ich meine, das ist ja, und man sieht ja von Boom to Bust, also gerade schwierige Zeiten vor 3, 4 Jahren, extrem hochlaufende Zeiten. Jetzt haben wir wieder andere Diskussionen mit, was ich, irgendwelche Discount-Player, die da reinkommen. Auch immer die Frage, ja, was betrifft das, welche Nachfragen? Also es ist sehr viel Dynamik, muss man sagen, im Markt gerade. Und ich glaube, eine hohe Flexibilität, glaube ich, ist definitiv auf der Nachfrageseite da. Und da muss man natürlich als Händler und Marke auch entsprechend da mit den Kapazitäten reagieren können. Insofern kann ich mir schon gut vorstellen, dass so ein euer Angebot da auch ein paar Kopfschmerzen wegnimmt. Weil sonst musst du ja selber die ganze Zeit deine Kapazitäten hoch und runter fahren, ne? Genau. Und obwohl wir technologisch viele Fortschritte machen, dann ist es halt oft so, dass die Logistik an sich selber noch sehr ineffizient ist. Also die ist nicht so flexibel ausgerichtet, dass man sagt, ja, ich kann jetzt einen sudden rise in demand optimal abdecken, sondern Bestellungen werden oft Monate und Jahre im Voraus getätigt und dann ist der Bestand erstmal da. Aber wie steuere ich den Bestand? Also wie kann ich jetzt die verschiedenen Kanäle bedienen? Und da sind etablierte Prozesse oft nicht flexibel genug. Und diesen Pain Point, den schaffen wir halt da eben rauszunehmen und ermöglichen es auch den Kunden, den Brands, den Retailern, flexibel auf die aktuelle Nachfrage zu reagieren. Wie wichtig sind Daten dann bei der Steuerung auch eurer Systeme jetzt mal losgelöst von dem eigenen Merchant? Weil ich meine, ihr habt dann ja, ich weiß gar nicht, wie viele Merchant und Händler, sagt ihr das, wie viele ihr da im System drin habt? Das kann man, ja, so klar, die Bigger Bubble ist auf Zalando im Moment und wir scalen aktuell SIOS sehr, sehr schnell nach. Mhm. Wenn man sich auf Zalando anschaut, dann kann man eben auch so ein bisschen nachgucken, wer nutzt denn eine unserer Fulfillment Solutions. Aber in total haben wir ca. 1.100 Brands, Retailers, Merchants, die bereits eine Logistiklösung von uns verwenden. Mhm. Das heißt, ihr habt da extrem viele Datenpunkte. So, also von Zalando, klar, also sagen als Kunde des eigenen Systems und eben die 1.000 anderen. Wie aggregiert ihr das? Was macht ihr damit? Auch jetzt fürs eigene Forecasting? Ja, also einmal wichtig zu erwähnen ist, dass wir eine riesige chinesische Mauer haben zwischen SIOS und Zalando. Das wäre die nächste Frage. Datenschutz ist ein riesiges Thema. Das ist ja klar, das ist ja anonymisiert, aber klar. Aber gut, dass du es erwähnst, ja. Genau, also wir nehmen Datenschutz sehr, sehr wichtig. Ja. Und klar, wir sehen einmal die Daten von Zalando, wir sehen auch die Daten von unseren Brands und Merchants, die SIOS verwenden. Und das behandeln wir alles anonymisiert und sehr, sehr vertraulich. Und ja, wir gucken uns halt an, wie performt unser Wholesale auf Zalando. Wo sehen wir Potential Bestseller? Wo sehen wir Potential High Return Rates? Wie kann ein Markt ungefähr performen? Und diese Daten verwenden wir dann eben, um erstmal auf Zalando selber einen Forecast zu erstellen. Und da sehen wir, das läuft eigentlich auch ziemlich erfolgreich. Deswegen haben wir auch jetzt etwas frisch auf den Markt gebracht. Das nennt sich SIOS Replenishment Engine. Und das verwendet dann eben die Daten, die wir aus dem E-Commerce-Bereich haben. Und wir versuchen da eben einmal den nächsten Bestseller zu identifizieren.
Wir gucken uns an, wo erwarten wir hohe Return Rates, wie wird ein Markt voraussichtlich performen. Und der nächste Schritt ist dann eben zu sagen, wir kombinieren das mit den Daten von den Kunden, die auf SEOs arbeiten, aber auch nur, wenn der Kunde in der Regel möchte. Das heißt, wenn du jetzt mit deinem eigenen E-Com kommst, dann werden wir die Daten von unserem Wholesale verwenden, mit deinen Daten nochmal vermischen, um einen optimalen Forecast zu generieren. Und die Daten, die du mit uns teilst, die werden aber auch nur für deinen eigenen Benefit verwendet. Das heißt, die Daten, die du mit uns teilst, werden nicht mit anderen Brands geteilt, sondern die sind wirklich nur nochmal, um die Daten von Zalando anzureichern, um dir einen auf deinem Business zugeschnittenen Forecast eben rausspielen zu können. Und dieser Forecast dann, kann dann eben genutzt werden für die optimale Bedarfsplanung. Also wie halte ich optimale Stocklevel? Wo biete ich vielleicht etwas mehr Stock an oder welches Assortment biete ich auf welchem Marktplatz an? Und genau, also dafür nutzen wir halt dann eben schon mal Daten und machen auch daraus nochmal weiter Produkte. Also du siehst schon, wir sind nicht nur Logistik. Logistik ist der erste Layer oder das Fundament in unserer Pyramide. Zweiter Layer ist dann eben unsere Service Capabilities mit eben beispielsweise dem Replenishment Engine. Wir haben da auch noch weitere Digital Solutions, an denen wir arbeiten. Also wir nennen es Digital Services. Und Trapbyte ist auch natürlich dann einer unserer Trusted Partners, die dann eben auch nochmal helfen, an verschiedenen Marktplätzen dann eben anzubinden. Dafür verwenden wir eben die Daten. Ja, klingt total spannend. Ich glaube auch, das ist ja im Prinzip auch so die Sachen, wo man, wenn man selber da unterwegs ist und selber mit Access oder damals rumgespielt hat, weiß man, also wie mächtig das ist, gleichzeitig natürlich auch, wie aufwendig das ist. Einfach Daten auch einfach erstmal sauber aufzubereiten, dann die richtigen Fragen zu stellen, dann die Antworten zu interpretieren, und das ist natürlich schon ein cooler Service. Wie sieht denn jetzt so der typische, also es sind immer zwei Fragen bei dem Thema, so der ideale Kunde aus, also Fashion, Lifestyle. Auf der anderen Seite, wie ab welcher Größe macht es Sinn, überhaupt mit euch erstmal ins Gespräch zu gehen? Also ein idealer Kunde, klar, wir schauen immer auf Fashion. Wir arbeiten eigentlich mit jedem sehr, sehr gerne zusammen. Und im Endeffekt Brands, die sagen, ja, ich möchte gerne expandieren oder ich habe hier Probleme mit meiner eigenen Logistik aktuell, weil ich schaffe es nicht, die SLAs anzubieten, die ich gerne anbieten möchte. Ich kann mich nicht an bestimmte Marktplätze anbieten, oder man möchte jetzt erstmal in Europa Fuß fassen und sagen, du kommst aus den USA, kennst dich im Markt noch nicht so ganz aus, und dann können wir halt unterstützen und sagen, ja, okay, wir haben schon das Know-how, also du musst jetzt nicht die Learnings machen, die wir bereits gemacht haben, sondern wir bieten dann unser Know-how an und kann man dann eben dementsprechend verwenden. Und ja, idealer Kunde, existing Pain Points in der aktuellen Logistik, wenn es um Expansion geht, wenn es darum geht, flexibler zu werden, wenn es darum geht, einfach mal auch gemeinsam zu brainstormen, weil wir lernen ja auch immer wieder, wir haben ein Team von über 300 Entwicklern, die scharf drauf sind, neue Sachen zu entwickeln, zu bauen, die helfen können, den E-Commerce in Europa nochmal effizienter zu gestalten und noch größer zu machen. Und genau, also wir sind da sehr, sehr offen für Zusammenarbeiten und zu schauen, wie kann man den E-Commerce, den eigenen Webshop unterstützen, wie kann man die Expansion auf dem eigenen Marktplatz unterstützen, wie kann man die Logistik der Partner nochmal mit unterstützen. Und von der Größe her eigentlich relativ egal. Genau, okay. Also ja. Wir arbeiten wirklich mit jeder Brand zusammen. Okay. Und weil du gerade gesagt hast, ihr seid scharf drauf, so Probleme zu lösen, in eine Diskussion zu gehen. Jetzt haben wir auch so einen Trend, ja, dass der stationäre Handel nicht erst seit gestern schwächelt und das klassische Wholesale-Modell von Marken über die letzten Jahre und Jahrzehnte eigentlich, muss man fast sagen, ja immer mehr auch, also entweder in Schwierigkeiten kommt oder auch zurückgedreht wird, beziehungsweise es auch da so eine Notwendigkeit entsteht, selber an den Endkunden ranzugehen, also in den D2C-Bereich eben selber einzusteigen als Marke. Und
Ich könnte mir halt vorstellen, dass da auch vielleicht viel Gesprächsbedarf ist, weil viele Leute an dieser Schwelle sind und sagen, ja, soll ich das machen? Ich probiere das mal mit euch aus und oh, ist das nicht zu komplex? Ja, also rutscht man da nicht dann auch vielleicht so, also in einem Vertriebsgespräch dann auch in so eine beratende Rolle rein? Also in eine Diskussion halt, wo man sagt, also man merkt halt, die sind vielleicht noch nicht so weit, aber man kann sie ja letzten Endes da auch darüber heben, über so eine Hürde wahrscheinlich, oder? Definitiv, also auch vor allem im Vertriebsgespräch, also wir treten jetzt nicht so rein auf Vertrieb aus, sondern wir gucken, wie können wir eigentlich unterstützen? Also wo sind denn die tatsächlichen Painpoints? Und da hat jeder Brand seine eigene Strategie, seine eigenen Painpoints. Und da schauen wir halt, ja, also, was wir halt dann da in dem Sinne machen, ist zu sagen, mach dir keine großen Sorgen über die Risk, die nehmen wir auf, weil wir sind komplett flexibel. Du kannst dich erstmal austoben auf einem Markt und gucken, wie läuft das Ganze? Bin ich erfolgreich mit meiner Strategie? Wir können dann natürlich immer noch mal so ein bisschen mitsteuern und sagen, ja, wir sehen ein hohes Potenzial beispielsweise in Spanien, nehme ich jetzt einfach mal als Beispiel, und dann schon mal so ein bisschen die Richtung mit angeben und dann eben sagen, okay, was sind denn dort relevante Marktplätze oder wie könnte da der eigene E-Com stark performen? Haben wir natürlich gestützt durch unser Replenishment Engine, was wir jetzt, ich glaube, das haben wir heute bei Zalando vorgestellt, nochmal offiziell. Und dass man da eben nochmal datenbasierte Entscheidungen treffen kann. Und dass wir halt dann in dem Sinne die Brand unterstützen, indem wir sagen, mach, wir sind an deiner Seite, wir unterstützen euch. Wenn ihr seht, dass die Strategie aufgeht und ihr erfolgreich expandiert in Spanien, dann super, können wir weiter skalieren, dann bieten wir mehr Lagerkapazitäten, wir binden weitere Marktplätze an, weil weitere Marktplätze anzubinden ist bei uns quasi wie einen Lichtschalter zu bedienen. Also da informiert man einmal den Integrator, sei es jetzt Tradebyte oder Rhythm, also Rhythm früher Channel Advisor. Und die unterstützen dann eben die Brand einmal mit der Integration, mit der technischen Integration. Und im Hintergrund machen wir die ganze Logistik und die ganze logistische Integration an den Marktplatz. Das heißt, die Brand hat dann eben die Möglichkeit, sich einfach nur auf das Verkaufen zu fokussieren. Mhm. Und wir unterstützen die Brand, indem wir eben sagen, wir bieten euch volle Flexibilität an. Ihr könnt ganz einfach nach oben oder nach unten skalieren. Mhm. Und genau, wenn etwas mal nicht aufgeht, dann kann man das Ganze wieder rückgängig machen und sagen, okay, Spanien ist für dieses Assortment doch nicht wie erwartet. Dann expandieren wir eben mehr in die Nordics und gucken, wie sich das dort eben weiterentwickelt. Und ja. Genau. Was ist so der typische Weg? Ist es von der Marke oder dem Händler, ist dann erstmal selber auszuprobieren und zu sagen, ja, pass mal auf, nee, das machen wir selber, Und dann sagen sie, ah, nee, doch nicht, woher, wir brauchen das und das noch. Oder, oder gibt es auch mehr, die sagen, komm, ich weg mit dem, was, wofür ich eigentlich nicht angetrieben bin, wo man nicht meine Kompetenz ist. Ich lage das sofort aus. Oder gibt es beides? Gibt beides natürlich. Ja. Ne? Eine Brand gibt nicht sehr gerne die eigene Logistik sofort aus der Hand. Mhm. Da ist ja auch sehr viel Vertrauen dahinter und das verstehen wir natürlich auch. Deswegen ist es oft so, dass eine Brand sagt, ich mache das erstmal in einem hybriden Modell mit euch, womit wir natürlich auch sagen, ja, perfekt, lasst uns erstmal langsam starten. Wir müssen ja nicht gleich mit beiden Füßen ins kalte Wasser springen, und, sondern wir testen das Ganze erstmal und dann ist es halt wirklich so, wir fangen erstmal mit eine Handvoll von Märkten an, aber dann innerhalb weniger Monate, also es dauert wirklich nicht lange, expandieren wir sofort in weitere Märkte. Also mehr Assortment, mehr Märkte, mehr Marktplätze, beispielsweise PP Jeans, da haben wir erstmal nur auf Zalando unterstützt. Die haben sehr stark die Zalando Fulfillment Solution genutzt und dann sind die mit uns auf About You Live gegangen, haben dann eben denselben Bestand, den sie auf Zalando nutzen, auch auf About You dann eben angebunden. Und dann war der nächste Schritt gewesen zu sagen, jetzt binden wir auch unseren eigenen E-Com an. Das heißt, paperjeans.com wird über Zios eben fulfilled. Mhm. Das, da sieht man schon so einen Step-by-Step-Approach. Und jetzt sind wir quasi der Partner, der sie in allen Marktplätzen mit unterstützt. Egal, ob es jetzt ein About You, ein La Redoute in Frankreich ist oder ein Amazon etc. etc. Also da sind wir eben komplett flexibel, was das Ganze angeht. Aber ja, also, wir können auch gleich mit allem gleichzeitig starten, aber es sind halt, vor allem wenn es um den eigenen E-Com geht, auch Prozesse, die wir uns dann doch auch
gerne genauer anschauen und eben gucken, okay, wie können wir das Ganze wirklich optimal auf die Beine stellen. Was ist jetzt so gerade, wenn wir bei dem Case bleiben, was sind so die Lead Times für solche Schritte, dass man so mal ein Gefühl dafür bekommt, von der Entscheidung, man macht das jetzt und sagt halt, ja, man geht erstmal auf Zalando, About You, also über was reden wir da? Mhm. Kannst du das teilen? Also grob? Grob ungefähr. Also es kann zwischen wenigen Monaten sein. Manchmal kann so ein Cycle aber auch mal 12 bis 18 Monate dauern. Mhm. Also ganz unterschiedlich, je nachdem, wie groß der Need ist, wie groß die eigene Logistik da noch dranhängt. Es ist auch oft so, dass das aktuelle Geschäft noch an einem alten 3PL-Vertrag dranhängt. Und man sagt, okay, ich mache das jetzt schon mal Step by Step, bevor ich alles auf einmal launche. Aber bei Pepe Jeans, da war es wirklich so, dass man alle 2-3 Monate einen neuen Sales-Channel, einen neuen Kanal mit angebunden hat. Mhm. Wenn es jetzt nicht ein neuer Marktplatz war, dann war es ein neuer Markt für den eigenen E-Com, dass man sagt, okay, jetzt binden wir die Schweiz beispielsweise an. Mhm. Starten mit Deutschland, dann in 6 weiteren Ländern gleichzeitig und dann als nächsten Step die Schweiz und jetzt eben Step by Step weitere Märkte. Beratet ihr dann auch da jetzt sozusagen in der, also nicht nur bei der Frage von Replenishment und so, sondern einfach auch sagen, welche Märkte jetzt für bestimmte Produktgruppen dann auch und Kanäle interessant sein können? Also anonymisiert, mhm, ja klar, aber ihr habt, wenn aggregierte Daten, jetzt mal sagen, Jeans ohne Marken, ist ja jetzt ein sehr, ja, kann ja keiner was mit anfangen, aber man kann natürlich sagen, okay, man schaut sich dann in der europäischen Landkarte an und sagt, ja, ihr seid jetzt noch nicht im stärksten Jeansmarkt, habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Geht ihr sowas mit sowas ins Gespräch dann auch? Jein. Okay. Also, was wir halt da, also man muss halt unterscheiden zwischen einmal dem Zalando Partnerprogramm, ja, da wird das schon eher gemacht, da guckt man sich auch an, welches Produktassortment macht auf dem Zalando-Marktplatz viel Sinn und in welchen Ländern sollte man nochmal weiter expandieren? Wo lässt man Potenzial auf dem Boden liegen, welches man doch aufheben sollte und hin expandieren sollte, auch auf Produktebene? Bei Zios fangen wir jetzt eher nochmal ein bisschen mehr damit an. Also wir fokussieren auch sehr viel stark auf den Zalando-Marktplatz. Mhm. Wir haben das aber schon ganz oben auf unserer Roadmap, dass wir das auch außerhalb von Zalando stärker anbieten können, wo wir die Brands dann nochmal ein bisschen steuern können. Was heißt steuern, aber eigentlich eher unterstützen können und sagen können, hey, da sehen wir ein Need, da könntet ihr ja wahrscheinlich mit der Produktgruppe weiße Jeans in den Niederlanden beispielsweise, da ist viel Potenzial oder ganz einfach. Ja, genau, weil ihr habt ja einen ganz anderen Blick als jetzt in der Zalando, man kommt natürlich auch, dass dann habt ihr die Marketing-Services ja noch, wo man sagt, ja, man kann sich quasi auf dem Marktplatz nochmal anders positionieren, aber am Ende ist das ja eine Bubble, eine sehr große Bubble, aber ihr habt ja nochmal den ganzen Endes, den kompletten Kanal und Länderüberblick, auch durch die anderen Marken, also das finde ich schon spannend, jetzt wie gesagt immer mit Datenschutz und Chinese Walls, genau. Aber in der Aggregation ist das natürlich trotzdem extrem wertvolle Daten. Definitiv und das hilft dann eben einmal, noch mehr Sales Revenue zu generieren, weil dann weiß ich, okay, wo, in welchen Märkten kann ich meinen GMV und meinen NMV einmal steigern. Also es ist ja einmal eine Sache zu wachsen, aber es ist auch nochmal eine andere Sache, profitabel zu wachsen. Und man kann halt sagen, ja, ich expandiere jetzt erstmal blind und probiere es einfach mal aus. Und wenn es läuft, läuft es. Wenn nicht, dann nicht. Aber im Endeffekt möchten wir ja alle irgendwie wirtschaftlich expandieren. Und da versuchen wir dann natürlich auch zeitnah noch mehr Daten da zur Verfügung stellen zu können. Ja, und wenn jetzt hier natürlich alle zugehört haben und alle auf dich zukommen, ihr habt die Kapazität, hier alle zu bedienen, die Lust haben. Oder wo erreicht man dich am besten? Am besten, ja, das ist eine sehr gute Frage. Nee, also wenn man ein bestehender Zalando-Partner ist und die meisten Partner arbeiten ja schon in einer gewissen Art und Weise mit Zalando zusammen, dann einfach zum bestehenden Partner-Programm-Manager oder Wholesale-Partner kontaktieren. Wir haben da natürlich, wir kriegen das dann natürlich irgendwie mit, aber ansonsten einfach an logisticssolutions@zalando.de, da kann man uns gut erreichen oder am besten über unsere Website zios.eu und da über das Kontaktformular und da landen alle Anfragen bei uns im Team und das gucken wir uns dann alles immer separat, also nochmal alles an und genau. Also für mich klingt es sehr gut, auf jeden Fall, wenn ich eine Marke hätte im Fashion-Bereich und ich bin auf Marktplätzen unterwegs, würde ich mir auf jeden Fall
wenn ich das nicht schon getan habe, dann mit euch mal ins Gespräch gehen und würde mal schauen, wo ich eigentlich auch Dinge rausschneiden kann aus meiner Painkette, die vielleicht nicht zu meinen Kernkompetenzen auch gehört, und dann zu sagen, ja, was ist denn meine Marke, es belebt halt vielleicht von anderen Dingen, von, weiß ich, meinem F&E, von meinen Produkten, von meinem Marketing, ja, von dem Content, vielleicht der Pflege der Kundenbeziehung, aber vielleicht eben komme ich nicht über die Fulfillment-Kompetenz oder die Marktplatz-Anbindungskompetenz. Und insofern, ja, ganz herzlichen Dank. Ich finde es auch strategisch ja immer spannend, dann mal so auch immer ins Gespräch zu gehen und nicht immer nur über Leute zu reden oder über Themen, sondern vielleicht auch mal mit den Marktteilnehmern. Insofern ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Bojan. Lieben Dank fürs angenehme Gespräch, Sven. Hat mich auch sehr, sehr gefreut, hier zu sein. Und ja, mal gucken, wo die Reise noch hingehen wird mit Zeus. Also wir sind sehr, sehr hyped, auch intern, und freuen uns sehr, mit den Brands zusammenzuarbeiten und zu gucken, wie wir eben den E-Commerce-Bereich noch weiter ausbauen können und revolutionieren können. Ja, ihr kratzt ja jetzt, also letztes Jahr habt ihr ja eine 900 Millionen gekratzt, da war dann aber, glaube ich, Tradebyte auch noch mit drin und High Variety, ja. Aber ich glaube, da bin ich ja mal gespannt, was dann die 2024er Zahlen dann sagen. Die werden wir dann so in 4-5 Monaten dann sehen. Bin sehr gespannt, drück die Daumen und viel Erfolg. Ja. Danke dir. Danke, Sven.